Ich bin Künstler aus Berlin und heute füllen wir eine weitere Seite meines Sketchbooks. Weil ich das Ding am liebsten voll haben würde, dachte ich mir, ich arbeite das jetzt einfach Seite für Seite durch und fange einfach an und mal drauf los, bis zu dem Punkt, wo ich denke, die Seite ist voll und jetzt bin ich fertig. Ich dachte mir, ich fange mit einer Motte an und arbeite mich dann von innen nach außen. Im Endeffekt ist mir nur wichtig, dass die Seite ästhetisch ist und dass nicht alles irgendwie zu logisch zusammenpasst. Sprich, nicht einfach eine Motte, die ins Licht fliegt mit einer Laterne und einem Mond oder so, sondern halt so einen wilden Kram, wie ich hier gerade zauber. Um es mir ein bisschen leichter zu machen, nehme ich halt neben so einem dünnen Fineliner auch noch einen Filzstift, mit dem ich dann gewisse Bereiche einfach ausschwärzen kann. Ich versuche allerdings nicht zu viel auf einmal zu schwärzen, um es mir nicht zu einfach zu machen. Obwohl ich eigentlich eher male und nicht zeichne, finde ich es trotzdem eine super Übung, weil man einfach so eine Komposition zusammenbastelt und sich so ein bisschen über Perspektive Gedanken machen kann. Und es ist auch einfach schön, irgendwie den Kopf ausschalten zu können und am Ende des Tages trotzdem etwas Produktives geleistet zu haben. Die zweite Seite in meinem Sketchbook ist somit voll und mal sehen, wie viele weitere da jetzt noch kommen werden. Ich finde, sie ist ganz nice geworden, aber natürlich nicht so nice wie du.